Ganz besonders wollen wir, dass fortan allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraut werden sollen. So steht es wörtlich im deutschen Reinheitsgebot für Bier, das der bayerische Herzog Wilhelm IV. Vor 500 Jahren erlassen hat. Gefeiert wurde das Jubiläum natürlich auch in der Wittichenauer Brauerei mit einem Tag der offenen Tür. Zahlreiche Gäste informierten sich bei Führungen, wie denn nun aus den oben genannten Zutaten das edelflüssige Gold wird. Die Kids hatten Spaß auf der Hüpfburg, während Papa oder Opa eine Verkostung des Gerstensaftes vorzogen. Dazu gab es Deftiges vom Grill und zünftige Blasmusik vom Blasorchester aus Knappenrode. Am Abend wurde noch das traditionelle Kneipenquiz ausgetragen.